Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, dem Fred. Und heute ein neuer Sneak Peek und es kommen sehr coole Sachen. Es kommen auch ziemlich viele Balance-Änderungen und so weiter und so fort. Also bleibt da auf jeden Fall dran und wir gucken mal drauf. Also das Erste, was uns natürlich auffällt, König und Königin bekommen jeweils neue Level, sind jetzt also mit Level 65 Max. Der Warden bekommt 10 neue Level, ist mit Level 40 Max, beides bei Rathaus 12. Dann der Golem. Der Golem Level 9 ist da für Rathaus 12. Darüber hinaus, wir werden dazu mal in die Zauberansicht gehen. Der Wutzauber Level 6 kommt. Erdbebenzauber Level 5. Eilzauber Level 5. Giftzauber Level 6. Skelettzauber Level 6. Und die jeweils, Moment, der Wutzauber für Rathaus 12. Der neue Erdbeben für Rathaus 11. Der neue Eilzauber für Rathaus 11. Und der Giftzauber für Rathaus 12. Der Skelettzauber auch für Rathaus 12. Ich weiß, es sind jetzt gerade ziemlich viele Zahlen. Aber wir gucken da auf jeden Fall gleich nochmal ein bisschen genauer drauf. Weil es lohnt sich auch. Es lohnt sich auch gleich richtig. Es kommt noch was richtig, richtig Geiles. Bleibt auf jeden Fall dran. Also, dann. Minenwerfer. Level 12. Da sehen wir ihn schon. Das, da oben ist der Minenwerfer Level 12 und das ist der Minenwerfer Level 11. Zahlen, also beziehungsweise Upgrade-Zeiten oder auch Kosten im Developer-Build, nehmt das nicht so genau. Weil es ja, wie gesagt, der Developer-Build ist, kann sich noch ändern. Wollte ich nur mal ganz kurz gesagt haben. Aber da sehen wir jetzt mal einmal zum Vergleich. Also, wie gesagt, die oberen drei sind die gemaxten auf Level 12 und der da unten, das ist der aktuelle, der 11er, ja, und den müsste man dann halt noch upgraden, das will ich jetzt aber natürlich nicht machen. Dann eine weitere Neuerung, die restlichen Level 13 Mauern werden freigegeben, bedeutet man kann dann alle Mauern auf Level 13 machen. Das ist schon mal ganz cool, für Rathaus 12 natürlich. So, wir gucken jetzt mal auf die Zauber drauf, da gibt es nämlich einige Änderungen und es wird richtig episch, ich kann es euch sagen, Leute, ich kann es euch sagen. Der Erdbebenzauber beeinflusst nun Gebäude und Mauern in einem größeren Radius, wenn er gelevelt wird. Da sehen wir das. Radius. 4,6 Felder oben, beziehungsweise hier in dem Englischen. 4,6 Tiles. Also, der Radius vergrößert sich um 0,4 Felder pro Level. Das ist geil. Und jetzt kommt das absolute Highlight. Der Skelettzauber spawnt jetzt Skelette mit Rüstung. Es ist wirklich so. Der Skelettzauber spawnt jetzt Skelette mit Rüstung. Moment, 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 Moment. Es ist super episch, einfach nur. Es ist super episch, wirklich. Ich werde es euch gleich zeigen, ihr werdet einfach nur lachen, weil das richtig geil ist. Also, diese Skelette verlieren ihre Rüstung und werden zu normalen Skeletten, wenn sie zerstört werden. Also, du setzt den Zauber, die Skelette mit den Rüstungen kommen, die Skelette mit den Rüstungen werden zerstört, daraus werden dann normale Skelette. Die Anzahl der Skelette insgesamt wurde reduziert. Dann noch ein paar Stats. Die werde ich jetzt mal eben ganz kurz durchspringen, weil es ist jetzt nicht so ganz so spannend. Nämlich beim Golem Level 5 wurde der Todesschaden generell erhöht. Auf Level 5, 6, 7 und 8. Beim Golem Todesschaden Splash Damage Radius, also dieser Flächenschaden, wenn er explodiert, wurde vergrößert von 1,2 Feldern auf 1,5 Felder. Dann, der Splash Damage der Heilerin wird reduziert von 2 Feldern auf 1,5 Felder. Level 8 Magierturm, DPS reduziert von 48 auf 45. Und beim Level 9 Magierturm, DPS von 54 auf 50 reduziert für Rathaus 10. Kampfzeppelin, wurde die HP vergrößert von 2500, 3000, 3500 auf 3000, 3500, 4000 halt für die drei Level. Und dann gibt es noch eine Anpassung der Regeneration des Wardens. Sie wird nämlich verringert für Level A, im Endeffekt für alle Level. Ne? Ihr seht das, ich blende es ein. Minenwerfer Level 11, Upgrade-Zeit, wird reduziert von 14 auf 12 Tage. Und dann noch die Mauerringe, die Kosten der Mauerringe werden reduziert für die Level 6 bis 8 Mauern. Nicht mehr 3, 4, 6 Ringe, sondern jetzt 3, 4, 6 Ringe statt vorher 4, 6, 8. Alter, ganz schön viele Zahlen. Also man braucht jetzt weniger Ringe. Ne? Habt ihr ja gesehen. Jetzt braucht man nämlich nur noch 3, 4 und 6 Ringe, anstatt vorher 4, 6 und 8. Jetzt würde ich mal sagen, jetzt haben wir so lange hier rumgeeiert, jetzt wollen wir tatsächlich mal angreifen. So, jetzt wollen wir wirklich mal angreifen. Ich habe 9. Alter, der Warden sieht so geil aus. Ich habe 9 Golems und die werden wir jetzt mal loslassen. Ich habe auch extra den Zeppelino genommen. Ich habe auch extra hier eine What the Fuck Base genommen. Und den Zeppelino werden wir jetzt erstmal losschicken. Ja, aufs Rathaus, ne? Den schicken wir erstmal aufs Rathaus drauf. Lassen wir erstmal fliegen. Ich will natürlich die Golems sehen. Da will ich einen sehen, da will ich einen sehen. Alter, die Golems sehen so geil aus. Die sehen einfach so abgrundtief geil aus. Das muss man ja wirklich mal sagen.
Und jetzt kommt nämlich das Highlight. Passt mal auf. Jetzt kommt das Highlight. Passt mal auf. Wie geil sehen die denn bitte aus, oder? Wie geil sehen denn bitte diese Skelette aus mit der Rüstung? Ich musste so lachen, weil es so... Ja, im positiven Sinne. Weil es einfach so gut ist. Weil es einfach so gut ist. Alter, die Adler, der flippt ja immer noch. Da müssen wir mal die Skelette draufschicken. Also das geht ja mal gar nicht. Oh! Da war ein Einschlag. Jetzt laufen sie da noch rum. Das ist so lustig. Es sieht so geil aus. Oh nein, alle in die Riesenbombe. Die Golems leben ja auch noch. Komm, wir hauen mal einen Wutzauber drauf. Das Single Inferno kann da natürlich nicht viel machen. Guck mal, da sind sie noch. Da sind sie noch mit ihrer Rüstung. Und dreschen noch drauf ein. Ah komm, wir nehmen den Warden mal noch mit. Da ist er. Alter, er sieht auch so gut aus. In 3D. Muss man sagen, da haben sie richtig gute Arbeit geleistet. Ich glaube, das Update wird richtig gut. Ich habe das so im Gefühl. Und jetzt gehen sie auf die Königin drauf. Königin wird jetzt gleich kaputt sein. Ja, ist kaputt. Eisgolems leben noch. In der Mitte sind sie am Rathaus dran. Oh, Skelette gegen König. Der Warden. Ich weiß nicht genau, welche Harry Potter Figur war das nochmal? An die er mich jetzt gerade erinnert. Oh, wie hieß der denn nochmal? Nicht Dumbledore. Oh, schreibt es mir mal in die Kommentare. Ihr wisst doch, wen ich meine. Dieser Typ, der da so ein bisschen abseits wohnt bei Harry Potter. Ich bin jetzt nicht der größte Harry Potter Fan oder ich kenne mich da jetzt nicht so ganz so aus, aber ihr wisst, glaube ich, wen ich meine, ne? Es liegt mir auf der Zunge, ich weiß es gerade nicht. Schreibt es mir in die Kommentare, ihr wisst es doch. Und schreibt natürlich gerne auch eure Meinung zum Update in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir machen ruhig jetzt noch eine Runde. Aber dieses Mal, warte mal, wir machen es mal anders jetzt. Wir hauen mal die Zauber raus hier und nehmen mal einen Klon mit. Und wir nehmen jetzt mal auch noch mit Eisgolem, habe ich ja keinen Platz mehr. Dann müsste das jetzt ja eigentlich gleich voll sein, genau. So, Zauber. Wir nehmen jetzt 3 Stück raus. 2, 3 und zack. Fordern uns jetzt auch mal heraus. Moment, wo habe ich denn mein schlaues Telefono? Da vorne ist es. So, also. Zauber, Klon. Ich bin so gespannt. Wir werden jetzt, glaube ich, gleich erstmal... Ja, wir werden erstmal die Adler-Dev kaputt machen, oder? Wir werden erst einmal die Adler-Dev kaputt machen und bevor der Rest vom Schützenfest, werden wir dann mal eben schauen. Warte mal. Werde ich den Warden dazu benutzen? Haben wir denn einen Radius dazu? Haben wir nicht. Ich werde jetzt, glaube ich, mal eben... Warte mal, ich werde jetzt die Königin nicht zünden, denn sonst macht sie einfach zu viel Schaden. Oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir lassen sie jetzt mal draufgehen. Wir lassen den Warden auch mal draufgehen. Denn sonst ist einfach zu viel kaputt. Ich will unbedingt nämlich noch die Skelette sehen mit dem Klon. Das will ich unbedingt noch sehen. Wir werden auch noch so viel Spaß haben mit diesem Skelettzauber. Und Erdbebenzauber muss ich auch noch eben zeigen, genau. Den Erdbebenzauber. Die muss ich ja auch noch eben zeigen. Den zeigen wir gleich auch noch. Oh, die Königin ist zu stark. Okay, dann müssen wir da oben schon mal dran. Dann müssen wir da schon mal dran. Und jetzt werden sie geklont. Oh, da sind sie schon. Alter, das ist echt eine richtig gute Erfindung. Das ist wirklich eine richtig gute Erfindung. Weil sie sehen ja, das Supercell-Team sieht ja, der Skelettzauber wird nicht genutzt. Oder zumindest nicht viel genutzt aktuell. Von daher haben sie sich dann wahrscheinlich gedacht, ja, da hauen wir auf jeden Fall mal eine Verbesserung rein. Und guck mal, wie viele Skelette sich ja da jetzt den Weg durch die Base einfach nur schlagen mit ihren kleinen Rüstungen. Oh, Magierturm ist natürlich gefährlich. Alles, was Flächenschaden macht, ist natürlich auf jeden Fall gefährlich. Vor allem die Frage ist ja jetzt, wird der Skelettzauber jetzt der neue Fledermauszauber? Der Fledermauszauber war ja jetzt relativ stark zuletzt. Deswegen ist jetzt meine Frage ja auch durchaus berechtigt, ob der Fledermauszauber jetzt abgelöst wird. Nein, sie laufen falsch. Jetzt laufen sie aber gleich wieder. Nein, laufen sie doch mal rein. Sie schaffen es nicht. Ah, sie haben die Königin nicht ganz kaputt gekriegt. Deswegen müssen wir da ein bisschen nachhelfen. Wir hauen jetzt da noch ein bisschen was drauf. Der Zeppelin ist ja jetzt ein bisschen stärker, angeblich. Deswegen müsste das ja eigentlich funktionieren. Baby nochmal drauf. Oh, viel gefreezed. Viel auf einmal gefreezed durch den Eisgolem. Was haben wir denn da drin? Zwei Eisgolems und ein Baby, ne? Glaube ich. Oder? Ne, zwei Riesen hatte ich drin. Ja, der Fledermauszauber war sehr stark. Der Skelettzauber wurde ja im Endeffekt, seit er da ist, kaum genutzt. Also ich habe jetzt niemanden gesehen, der ihn wirklich oftmals, vor allem in der CWL oder im CW, genutzt hat. Von daher macht es natürlich Sinn, den jetzt ein bisschen anzupassen.
Jetzt will ich mich noch einmal ganz schnell herausfordern. Und dann werde ich euch mal einmal noch schnell den Erdbebenzauber zeigen. Warte mal. 1, 2, 3, 4. Ich nehme lieber mal ein paar mehr. Sicher ist sicher. Sicher ist sicher. So, 8 Stück weg. Der auch weg. Zack, Zauber fertig machen. Moment. So, und jetzt können wir direkt weitermachen. Attack. Attack, attack. So. Ist halt die Frage, wo setze ich den jetzt drauf, ne? Damit ich das auch euch dort zeigen kann. Der Erdbeben, der Erdbeben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Was passiert jetzt? Stimmt, der hat jetzt einen Radius von 4,6. Einen Radius von 4,6 auf Maximum, ne? Hab ich das jetzt richtig in Erinnerung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Da setze ich ihn einfach mal da drauf. Setze ich ihn da drauf. Und dann haben wir einiges offen gesprengelt. Aber das will ich mir nochmal eben angucken. Aber wie gesagt, die Stats können sich ja noch ändern, aber wir gucken mal drauf. Radius 4,6, Damage 29%. Kann sich wie gesagt noch ändern. Und damit sind wir schon am Ende von der ersten Episode heute. Schaltet auf jeden Fall später nochmal ein. Es wird lustig. Wir werden noch ein bisschen Spaß haben mit den Zaubern. Und ja, dann schreibt eure Meinung zum Update in die Kommentare. Und bis später. Macht's gut. Tschüss.